Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Minecraft für Anfänger. Heute am Tag 7 ist das Thema die einfachsten und wichtigsten Farmen, die man so in der Survival-Welt braucht, um auch mal wirklich anzufangen. Legen wir direkt los. Als allererstes für unsere Lederfarm, aber auch Wollfarm oder alle Farmen mit Tieren brauchen wir Trichter. Wir sehen schon, hier hat sich ein bisschen was getan. Gestern kam leider keine Folge, ich war mit der Folge nicht zufrieden, aber so ein bisschen kann sich ja auch offscreen ändern. Was ist ein Trichter? Ein Trichter ist ein Trichter. Genau, für einen Trichter brauchen wir 2, 4, 5 Eisenbarren und eine Truhe. Und der Trichter kann Items weiterleiten. Wir bauen den mal gerade hier gegen. So, dann sehen wir, das ist der Trichter. Und wenn da jetzt ein Item drauf gerät, egal ob wir es drauf werfen oder drauf fällt, er saugt es ein. Und es ist jetzt hier drin. Und weil wir den so gegen den Steinblock gebaut haben, sehen wir auch hier diese Trichterverbindung darüber. Wäre jetzt hier eine Truhe oder ein weiterer Trichter oder ein Ofen oder alles, was irgendwie ein Item aufnehmen kann, da würde der Trichter das reinleiten. So, wir bauen den mal gerade ab. Dann machen wir uns noch einen Trichter. So. Ach, wir brauchen noch eine Truhe dafür. Dafür habe ich gar nicht genug Holz. Okay, dann machen wir erstmal eine Farm, die anderen mache ich dann offscreen. Wir brauchen auf jeden Fall einen Trichter. Wir brauchen aber noch eine Truhe, die können wir uns gleich unten klauen. Da habe ich nämlich ein bisschen schon was vorbereitet. Was wir aber auch noch brauchen, und da haben wir sogar genug, ist Glas. Jetzt gucken wir mal gerade, ob der Schmelzofen das macht, aber ich glaube nicht. Okay, dann machen wir es hier. So, wir sehen, aus Sand können wir Glas machen. Wir warten einfach mal kurz, weil das sollte schon reichen. Und die Steine könnte ich eigentlich hier nicht verbauen, weil wir sind so weit hier durch. Hier vielleicht. Ich wollte nämlich hieraus so eine Veranda machen, die so nach außen führt, dass wir hier so ein bisschen so einen hohen Balkon haben. Aber das mache ich auch noch. So, Glas ist unterwegs. Joko und Glas werden gleich verbaut. Ich nehme jetzt nur Glas, damit man besser sieht, worum es geht. Und während das passiert, brauchen wir noch ein Stück Bruchsteinmauer hier. Das ist jetzt Dioritmauer. Aber das funktioniert alles ziemlich ähnlich. Wenn wir so machen, haben wir Bruchsteinstufen. Und wenn wir so machen, haben wir Bruchsteinmauer. Mauer funktioniert genauso wie Zaun. Von daher brauchen wir uns da gar nicht groß Gedanken drum machen. Aber gehen wir mal runter. Hier habe ich auch eine kleine Treppe hingemacht, damit wir schon mal hier leichter rauf und runter kommen und nicht immer hopsen müssen. Aber wir sehen, hier habe ich schon einmal geguckt, wie hoch muss ich und so weiter. Und ich habe hier schon ganz viele Tiere eingesperrt. Ist nicht nett, ich weiß, aber naja, nicht mein Problem. Gut, wir werden jetzt das Ganze einmal neu bauen. Das war jetzt nur zum Testen. Dafür nehme ich mal gerade die Schaufel und mache hier mal in diese furchtbar laute Geräuschkulisse so einen Schacht rein. So, dieser Schacht, der braucht unten eine Truhe, die wir uns jetzt hier klauen können, habe ich ja gesagt. So, einmal die Truhe bitte, danke. Die Trichter verbaue ich auch noch, die da drin sind, also nicht wundern. So, dann machen wir hier eine Truhe hin. Und ein Trichter drauf. Den können wir jetzt nicht drauf bauen, weil wir dann die Truhe aufmachen. Also halten wir Shift gedrückt oder wir crouchen halt so, ne, so. Das geht auch auf der Konsole. Machen das hier drauf. So. Und dann machen wir davor Glas. Aber bei Glas müsst ihr aufpassen, weil wenn ihr Glas einmal gebaut habt und dann wieder abbaut, dann ist es weg. Also wenn ich jetzt den Block wieder kaputt haue, dann ist der weg. Den bekomme ich nicht wieder. Okay. So. Dann machen wir hier nochmal einen Glasblock drauf, weil wir brauchen 2 Block Höhe da drinnen. Hier machen wir dann nochmal Erde, Erde und Erde. Es geht nämlich darum, dass die Tiere gleich nicht abhauen können. So. Und da unten drauf, da muss jetzt Wasser hin. Wir haben jetzt gerade keinen Eimer dabei. Wir holen mal schnell einen. Da muss aus einem ganz bestimmten Grund Wasser hin. Das zeige ich euch auch gleich. So. Wir müssten den Eimer irgendwo hier drinne haben. Da ist Bruchstein, da ist nix. Da ist auch nix, da ist auch nix. Da sind die Eimer, okay. Gut, dann holen wir einmal Wasser. Aua, beim Lagerfeuer kriegt man im Übrigen Schaden, wenn man reinrennt. Macht ja auch irgendwie Sinn. Wenn ich mir da die Mini-Murmeln ansänge, dann wird das auch schmerzhaft. So, einmal Wasser rein, einfach hier unten gegen den Block über den Trichter oder Shift und auf den Trichter drauf, das ist egal, aber so, Wasser rein. Okay.
Jetzt baue ich das hier einmal auf. So. Und jetzt lassen wir mal die Kühe raus. Nur die Kühe, ne? Weil die Schafe, die nehme ich gleich zur Demonstrationszwecken wegen dem Wasser. So, ihr lieben Kühe, kommt mal. Ui! Wie die da rausfliegen, weil die da eingeklemmt sind. Okay, ihr lieben Kühe, kommt mal alle raus hier. Voll die Kuh-Armada. Und diese Kühe, die müssen wir jetzt im Prinzip in dieses Loch kriegen. Das ist relativ simpel. Kommt mal hier hoch. Ja, alles schön, alles fein, ich weiß. So, die kleine Kuh ist schon mal da reingefallen. Die großen Kühe müssen wir so ein bisschen passend schubsen. Das ist jetzt so ein bisschen Fummelsarbeit. Aber die schubsen wir jetzt alle mal da rein. Ich weiß, es gibt leider kein Achievement, der Kuhschubsen heißt. Aber die müssen da rein. Ob die wollen oder nicht. Die passen auch da rein. Nicht nur die kleinen, auch die großen. So, da ist die nächste Kuh drin. Und wir sehen schon, die bouncen hier so rum. Und gleich zeige ich euch, warum. Aber erstmal schubse ich die jetzt alle da rein. So, dann wollen wir mal schauen. Ich habe die ganzen Kühe da reingeschubst und ein Stück Bruchsteinmauer drüber gemacht. Warum? Wir machen die mal gerade weg. Oh, da kriegt schon jemand Schaden. Da wird es langsam eng da drinne. Ich mache die Bruchsteinmauer da drüber, weil wenn wir jetzt Nachwuchs erzeugen, dann hüpft der Nachwuchs sehr hoch. Und es besteht die Möglichkeit, dass er raushüpft. Das wollen wir nicht, zum einen. Zum anderen wollen wir natürlich nicht, dass der Platzmangel da drinnen aufgehoben wird, indem der Nachwuchs hier oben rumhüpft, sondern der soll natürlich auch da drinnen bleiben. Und deswegen machen wir hier ein Stück Bruchstein. Die Bruchsteinmauer ist einfach weg. Hä? Hä? Jetzt habe ich die wieder in der Hand, okay. So. Okay. Jetzt haben wir da Bruchsteinmauer drüber. Und warum ist da Wasser drin? Da ist Wasser drin, damit das Füttern einfacher ist. Weil wenn wir jetzt mal hier zu den Schafen gehen und mal gucken, die stehen alle ineinander und hier alle durchzufüttern für Nachwuchs, das ist unheimlich schwierig, weil man klickt immer das eine oder die zwei selben Schafe an. Wenn die im Wasser sind, dann wobbern die so nach oben und unten und wir treffen die ohnehin alle. Das macht es dann relativ einfach. So, wir halten jetzt mal drauf. Also wir sehen hier unten, ne, da sind auch noch Babykühe drinne. Hier ist schon 9 Leder. Ich hole die mal gerade raus. Und wir machen einfach mal so hier so. Macht mal Nachwuchs. Nachwuchs ist da. Und wir sehen Partikel. Das heißt, irgendeine erwachsene Kuh ist gestorben aufgrund vom Platzmangel. Tada! Zweimal rohes Rindfleisch. Und jetzt können wir eigentlich jedes Mal, wenn wir hier vorbeikommen, können wir einfach mal so ein bisschen reinklicken und die erwachsenen Kühe füttern. Und schon haben wir Leder und Fleisch. Dasselbe machen wir natürlich noch mit Schafen. Dasselbe können wir auch noch mit Schweinen machen. Dasselbe können wir eigentlich mit allen Tieren machen, die es so gibt. Ist eine super easy Farm. Ich glaube, diesen Platzmangel gibt es nicht auf der Konsole, aber ich bin mir echt nicht sicher. So, hier sind unsere Hühnchen. Hallo Hühnchen. Ihr werdet auch mal mehr kommen. Wir füttern euch mal wieder durch hier. Machen wir noch ein bisschen Nachwuchs. Aber die Eierfarm müssen wir auch noch automatisieren. Als nächstes werden wir uns wahrscheinlich aber dem Weizen widmen oder den Komposter. Eins von beiden. Müssen wir mal gucken. So, hier ist durchgefüttert. Haben wir genug Nachwuchs? Ich glaube schon, ne? Hier hat sich schon einiges getan. Wir kriegen da jetzt langsam kleine Farmen hin. Hier die Hühner. Hier das Feld wird auch größer. Ein Haufen Kürbisse stehen da. Die müssten wir eigentlich mal gerade ernten, damit die wieder nachwachsen können. Weil was wir haben, das haben wir. So, gib mal her. Danke. Und man sieht genau, wie im Schachbrettmuster wächst das hier. Wunderbar. Hat alles geklappt. Sind die gerade gespawnt? Das wäre ja freaky. Aber gut. Das Feld wird größer. Ich habe schon ein bisschen Zuckerrohr abgeerntet. Also läuft hier alles. Warum braucht man diese Farm? Ja, das ist ganz einfach. Ich weiß, dass diese Farmen, die sind so ein bisschen, ja, das ist Tierquälerei und ja, das kann man nicht machen. Und das ist mir alles klar, dass man diese Ansichten vertritt und auch vertreten darf und kann. Aber letzten Endes ist es ja ein Spiel. Und man macht diese Farm, damit man schneller vorwärts kommt. Weil wir brauchen zum Beispiel, mal gucken, ob wir die hier finden. Gerade auf die Schnelle. Ein Bücherregal suche ich gerade. Da ist der Enchantment Table, also der Zaubertisch. Ne, ein Bücherregal finde ich gerade noch nicht. Vielleicht, weil ich noch kein Papier gemacht habe. Hier ist Papier, dafür brauchen wir 3 Zuckerrohr. Aber man braucht für Bücherregale oder für Bücher braucht man Leder. Und dafür brauchen wir dann Papier und Leder, damit man das einschlagen kann und so. Aber man möchte ja auch im Spiel irgendwie mal schneller vorwärts kommen. Man möchte ja nicht immer ewig und 3 Tage da hängen, sondern
man möchte auch vorwärts kommen. Natürlich muss man jetzt, ist das kein Wettrennen, ne? Aber letzten Endes möchte man ja auch ein bisschen was erreichen. Diesen Block erklären wir auch noch. Der kommt wahrscheinlich in einer der nächsten Folgen. Da braucht man sich gar nicht so jetzt drüber wundern oder sich fragen, was ist das denn für ein Block? Den machen wir auch noch. Aber diese Farmen, die sind halt wirklich sehr, sehr simpel und sehr nützlich. Wir werden auch noch einen Hühnerstall machen, der vollautomatisch ist. Und wir werden auch noch eine hier Zuckerrohrfarm machen, die vollautomatisch ist. Da kommen wir auch noch alles zu. Nur grundsätzlich wollte ich heute halt diese eine Farm zeigen, damit man schon mal so ein Verständnis dafür hat, wie das eigentlich funktioniert. Da muss man ja auch erstmal drauf kommen, wenn man neu ist in Minecraft, dann kommt man auf sowas einfach nicht. Nicht, weil man irgendwie inkompetent ist oder weil man, weiß ich nicht, man kommt einfach nicht drauf, weil das ist eine Art und Weise zu denken. So denkt man normalerweise nicht. Jetzt habe ich das Lagerfeuer kaputt gemacht und habe noch 2 Holzkohle bekommen. Ich möchte nämlich hier so ein bisschen rausbauen. Aber ich denke schon, dass die Farm sehr sinnvoll ist. Das Problem ist halt an Minecraft selber immer noch, dass die Bedrock Edition oder die Konsole und die Pocket Edition, darunter fallen ja die Switch, die Xbox und die Windows 10 Version und die Pocket Edition, das ist alles die Bedrock Version und die funktioniert anders als die Java Version, die ursprüngliche Minecraft Version. Dann gibt es auch noch die PlayStation Version, die ist auch nochmal ein bisschen anders. Soll aber auch zur Bedrock-Version werden, wenn ich mich nicht täusche. Aber versprochen ist da nichts. Ich weiß auch nicht alles. Und das macht es halt so ein bisschen schwierig, es allgemeingültig zu machen. Ich würde gerne Sachen machen, die einfach überall funktionieren, aber das ist immer ein bisschen schwierig. Und ich habe auch nicht die Möglichkeit, das auf allen Plattformen zu testen. Also wenn ihr hier etwas ausprobiert und es klappt nicht, dann seid nicht böse, sondern schreibt mir einfach in die Kommentare, das und das hat nicht geklappt, weil... Ich glaube nämlich bei dieser Tierfarm, dass es einfach wirklich so ist, dass da endlos viele Tiere reinpassen, dass da kein Limit gibt. Aber wie gesagt, ich bin mir da nicht ganz sicher. Ich kann das jetzt nicht mit voller Gewissheit sagen. Oh nee, das ist ja Dingens. Nee, Bruchstein will ich ja nicht, ich will da glatten Stein haben. Damit die Wände glatter Stein sind und der Rest ist Holz. Kann man so machen, muss man nicht, aber ich wollte das einfach mal so ausprobieren. Und hier würde ich gerne so... irgendwie so machen. Wenn hier wenigstens so einen kleinen Durchgang hat. Und hier haben wir dann schon mal so eine Terrasse, die noch nicht so ganz so weit überhängt, wie sie soll. So. Vielleicht. Ja, könnte man machen. Und dann müssen wir hier auch noch. So. Und wir brauchen noch ein bisschen Holz. Ja gut, wir hätten auch Stufen nehmen können. Vielleicht machen wir nach draußen Stufen. Das geht eigentlich auch. Wenn wir nur draußen Stufen haben. So. Hier ist jetzt das Holz natürlich getrennt, ne? Zwischen Birke und Eiche. Aber wir können hier auch noch eine Wand reinziehen. Dann ist es räumlich auch schön getrennt. Das macht dann gar kein Problem. Ich denke, das geht ganz gut. 1, 2, 3, 4. Ich mache mir da mal keine Sorgen drum, wenn ich was wegschmeiße, weil man hebt das ja eh wieder auf. Oh, hier habe ich jetzt ein zu viel gemacht. So. Und dann noch 1, 2, 3, 4, 5. Und dann habe ich schon mal ein Stück geschafft. Wenn wir jetzt mal von unten gucken, dann... Warum auch immer da ein Schaf auf dem Berg haust. Pass auf, ich helfe dir mal, Schaf. Ja, im Wasser überlebst du. Ich tue dir nichts. Im Wasser überlebst du. Nicht darüber. Nein, nicht nach rechts. Nicht nach rechts. Du wirst sterben. Oh, Gott sei Dank. Wäre fast da rechts drauf geknallt. Dann wäre es vorbei gewesen für das Schaf. Das arme Schaf. Aber gut. Wir konnten ihn befreien. Das ist schon mal gut. So. Jetzt nehmen wir nochmal gerade Weizen mit. Gehen nochmal Kühe füttern. Wenn wir jetzt mal gucken hier. Ja, das sieht man. Da machen wir noch was Schönes draus. Die Treppe ist zwar arg lang. Ich werde die in den Berg verlegen, aber das mache ich vielleicht offscreen. Ich möchte auch nicht alles zeigen, damit jeder, der hier auf dieser Welt mitbaut, weil der Seed steht in den Kommentaren, dass der dann bauen kann, was er möchte. Ja, haben wir hier schon wieder durchgefüttert. Und da ist schon wieder Leder und Fleisch drin. Aber brauchen wir momentan nicht, also lassen wir es da. Gut, dann soll es das für die heutige Folge gewesen sein.
Ich sag vielen lieben Dank fürs dabei gewesen sein, fürs Zusehen. Ich hoffe, die Farm hilft dir ein bisschen, vor allem, weil man viel Leder auch braucht. Und dann ist das so eine ganze Ecke einfacher, als wenn man immer normal Kühe anzüchtet, umbringt und so weiter. So funktioniert das Ganze ein bisschen angenehmer. Wenn dir das Video gefallen hat, kannst du es gerne liken, wenn euch geschehen, den Kanal abonnieren. Von meiner Seite heißt nur vielen lieben Dank. Ich bin raus. Ciao mit V.